Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute Lilien. Und ich rede über Lilien, auch wenn nebenan die Hunde bellen. Diese Lilien habe ich vor 3 Jahren an der Chelsea Flower Show gekauft bei Mr. Hyde, bei der Baumschule Hyde, die auf Lilien spezialisiert sind. Und schauen Sie sich jetzt diese riesigen Lilienblüten an. Das führt jetzt zur Aufmerksamkeit bei meinen Nachbarn und hat schon dazu geführt, dass der eine oder andere mit dem Fotoapparat hier aufgetaucht ist, um diese fast schon künstliche, echte Schönheit zu fotografieren. Was ist zu Lilien zu sagen? Ich habe heute Vormittag mit meinem Kollegen diskutiert und gefragt, was weißt du über Lilien? Hat er gesagt, nicht viel, ich auch nicht, aber das erzähle ich Ihnen jetzt. Nun, Lilien sollten in einen tiefgründigen, leichten, sicher wasserdurchlässigen Boden gepflanzt werden, aber das gibt fast für alle Pflanzen. Wenn der nass ist, dann faulen die Wurzeln, dann faulen die Knollen und es kann zu Phytophthora kommen. Also ein leichter, tiefgründiger Boden. Sie werden im Frühjahr in der Regel, damit sie sich im Jahr akklimatisieren können und dann auch blühen, sich entwickeln, im Frühjahr gepflanzt, etwa 15 cm tief, 15 cm darüber ist Erde und entwickeln sich dann im Jahr und sie entwickeln sich auch von Jahr zu Jahr stärker und besser. Sehen Sie sich diese Lilien jetzt im dritten Jahr an, so schön wie dieses Jahr waren sie noch nicht. Sie sind also absolut winterhart und kommen auch gut über den Winter. Lilien haben gerne unten schattig, kühl, warm und oben sonnig. Etwas, was hier in dieser Mischbepflanzung, in dieser Staudenmischbepflanzung mit Gehölzen zusammen natürlich erfüllt ist. Auch etwas, was Sie sehr gerne haben. Wenn Sie lange Jahre im gleichen Nordlilien haben, 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, kann es zur Lilienmüdigkeit kommen. Der Knollen fühlt sich nicht mehr wohl, dann macht es Sinn, dass Sie ihn ausgraben im frühen Frühjahr und in einem anderen Ort wieder einpflanzen und da kann er sich dann wieder zu voller Schönheit entwickeln. Auch Topfkultur ist möglich, genug große Töpfe nehmen, auch Töpfe, die gut entwässern. Dann ist es allerdings unabdingbar, dass die Töpfe mit den Knollen über den Winter frostfrei überwintert werden. Nicht, dass die Knollen nicht winterhart wären, aber die Temperaturunterschiede in einem Topf sind dann doch zu viel. Sehr viel zu Diskussionen Anlass gibt normalerweise der Pollenstaub. Frauen haben den nicht so gerne. Sie sehen hier diese Staubfäden, die eigentlich fast in den Blüten hangen und die eine riesige Menge von Staub, Pollenstaub auf die Blüten loslassen. Jetzt nehme ich, ich weiß nicht, bist du mal dran? Nahe? Jetzt nehme ich das mal in die Hand und schauen Sie, schon habe ich die ganzen Hände voll von Farbstoff. Also müsste man mit Blütenfarbstoff gewinnen, mit Lilien wäre es möglich. Es gibt dann unzählige Blogbeiträge im Netz, wie das entfernt werden kann. Das Beste ist schnell reagieren und gegebenenfalls mit Staubsauger oder sowas reagieren. Lilien sind ja auch Schnittblumen, werden dann ins Haus reingebracht und können dann eben Blütenstaub abgeben. Und da ist es von Vorteil, wenn man sie nicht auf ein weißes Tischtuch stellt. Es gibt auch im Netz den Vorschlag, mit Haarspray den Pollen zu fixieren. Scheint mir ein bisschen abwegig, aber ich wollte es jetzt mal ausprobieren. Ja, das Ding, jetzt habe ich das mal gemacht. Können wir nachher mal schauen, ob der da nicht mehr färbt. Aber er ist natürlich ein bisschen unnatürlich. Ein anderer Vorschlag im Netz war, die Pollen rauszuschneiden. Das machen wir mal hier. Sieht man hier. Da schneiden wir einfach alles mal raus. So, dass wir dann die Blüte schneiden könnten, ins Haus bringen könnten und sie würde nicht mehr färben. Aber schauen Sie sich das mal an. Das ist ja ziemlich kastriert. Im eigentlichen wahren Sinne des Wortes kastriert und das darf man sicher in der Natur draußen nicht machen. Und auch der Vorschlag mit dem Haarspray, also ehrlich gesagt etwas abartig. Was müssen Sie noch über Lilien wissen? Sie müssen vielleicht noch etwas über das Lilienhähnchen wissen. Das ist so ein siegellackroter Käfer, der sich auf die Pflanze stürzt, auf die Pflanze spezialisiert ist, auch häufig auf Allium zu finden ist und sich da als Käfer und als Larve vollfrisst. Es gibt 2 Möglichkeiten, ihn zu bekämpfen, neben der chemischen Bekämpfung einfach ablesen. Da muss man aber sehr flink sein, weil er sich immer gerade fallen lässt und dann nicht mehr zu erreichen ist. Auch die Larven kann man bekämpfen. Wenn man Larven findet, die haben dann den Reifungsfraß, die Larven und die Käfer fressen, die haben den Reifungsfraß auf der Lilie. Und wenn man die dann mit einem scharfen Wasserstrahl frühzeitig abspritzt und die am Boden landen, dann können sie sich nicht mehr voll und dick und reif fressen und entwickeln sich nicht weiter. So kann man den Zyklus des Lilienhähnchens unterbrechen. Nun, das waren ein paar Informationen zu den Lilien. Das Wichtigste aber ist immer noch der Duft.
nehmen Sie ihn wahr. Ich bin jetzt nach gefühlten 3 Minuten Reden schon ziemlich besoffen, weil ich natürlich immer diese liliengeschwängerte Luft, ist wirklich schöner und intensiver als der Duft des Haarsprays, vermischt sich aber hier jetzt untrennbar damit, indem ich den Lilienduft eingeatmet habe. Das hat schon was, so was Außerirdisches. Ich hocke häufig da in unserer Lounge, rauche eine Zigarre und dann kämpfen sozusagen der wunderbare Rauch der Zigarre und derjenige der Lilien gegeneinander. Ich sage Ihnen jetzt nicht, welcher Rauch bei mir gewinnt. Schönen Abend noch und gärtnern Sie weiter. Verloren im Labyrinth, aber ich weiß den Weg. Hier geht's zu Luberacom, zu unserem Shop mit über 5000 Gartenpflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier geht's zum YouTube-Channel, da können Sie sich einschreiben. Hier unten, da geht's zu gartenvideo.com, wo Sie viel einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Und jetzt gehe ich weiter.